Hallihallo, ihr Lieben da draußen, herzlichst willkommen heute hier bei LS22 Neighbors. Freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid heute beim Obstmanfred. Es gibt heute ganz viel zu tun, packen wir es an. Wir gehen nämlich gleich mal hier rein und holen uns gleich mal einen Kartoffelernter. So, es ist natürlich nur so, dass ich hier das Scheißding nehmen muss. Das ist nun mal ganz schön teuer. Aber es geht ja langsam bei mir aufs Ende zu, meine Lieben. Es geht aufs Ende zu. Nee, geht's natürlich nicht. So, aber wir werden heute mal auf alle Fälle hier mal ein kleines bisschen in die Kartoffeln reingehen und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier wird. So. 30 Euro, so, willst du Safe Game anscheinend, zwecks Familie? Wir wollen mal gucken. Das will ich auch nicht so genau. So. Also. 20:30, genau. Wir fahren jetzt das erste Mal vor zum Händler, meine Lieben. Und dann gucken wir uns gleich mal, ob der Kartoffelvollernter vorne steht. Wenn der nicht vorne steht, dann war ich gleich mal richtig zur Sau. Da wollen wir die Kohle anrufen. Ja, grüß dich, sag mal, Renate, hä? Ja. Bist du wieder da, oder was? Ich bin wieder da, ja. Wie geht's deiner Mom? Na, die ist so cool. Hat alles geklappt. Ja, die war nämlich ein bisschen kaputt und fertig. Und da wollte ich mal fragen, wie es der geht, weißt du? Ja, nee, mit Chor hat geklappt und ich glaube, das ist gut so. Die ja, ich glaube auch. Sah auch nicht mehr gut aus wieder. Ja, wie geht's dir? Die hat ja erzählt, du hättest dich ja verletzt, hä? Ja, ich bin hier ganz geschickt aus dem Traktor ausgestiegen, wie eine gelenkische Baumnatter. Also sozusagen mit einem Salto Mortale vorne, vorwärts und rückwärts gleichzeitig? Nee, ich bin einfach blöde aufgetreten und ja, das war mein Verhängnis. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Oh, ich hab halt Kopfschmerzen extremos. Ja, ich Gott sei Dank noch nicht. Wie soll ich dir jetzt die Scheiße hier anhängen? Mir schwebt der Puls über 2000 hier. Oh. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich glaube nicht, dass das hier an meinem Empfang liegt. So. Nee, oh, das glaub ich aber nicht. So. Na und was machst du heute Schönes? Ja. Wir auf dem Hof sind wir so weit durch. Ja. So, und ich hab jetzt ein paar Aufträge angenommen, damit ich nicht ganz so gelangweilt rumstehe. Aber wenn jemand Hilfe braucht, dann muss ich halt melden, ne? Dann helfe ich da halt mit. Oh, warte mal kurz, ich lege mal ganz kurz auf, der Ben ist nämlich hier. Kannst du ja nochmal anrufen dann? Ich weiß doch nicht, wann du fertig bist, du bist so witzbold. Alles klar, bis gleich. Meld dich einfach. Mach ich. Tschüss. Hey, was ist denn los? Hey. Hey. Ich hab gehört, du willst jetzt in Rüben fahren. Oh, es geht wohl los? Jo. Wir waren erst sehr schön. Also du hast Zeit, wir wollen erstmal unser Feld anfangen. Ja, das ist richtig. Ich mitmachen. Wenn du wenn ihr Hilfe braucht, sag du Bescheid. Ja, geht halt schnell mit mehr Personen. Na wissen Sie, soll ich gefahren kommen oder was? Wenn du Zeit und willst, ja, gerne. Ja, ich hab den jetzt sicher gemietet, der ist bis morgen auf alle Fälle da, das reicht dann ja. Na dann. Das kriegen wir schon hin. Ja. Wenn man sagt, dann fahr ich das schnell hier an den Hof. Ja. Und wo muss ich denn hinkommen? Feld 37. Wo ist der 37? Das ist, wenn du auf meinen ehemaligen einzelnen Hof fährst, einfach den Feldweg weiterfährst. Dann kommt da ein geerntetes Feld. Und da kannst du rüberfahren. Ach hier, alles klar, ich sehe es auf der Karte. Ja. Ja. Na gut, alles klar. Dann weiß ich schon mal Bescheid. Jo. Und danach wollten wir dein Feld machen.
Ja, alles gut. Dann forsche sie zum Hof und schnapp mir einen Traktor und komm gleich mit dem Anhänger runter, ne? Jo, bis gleich. Achso, wo sollen die denn hin? Die kommen bei... Wo haben wir nochmal geplant? In unser Farmer. Also offen. Ja. Auf meinem Hof. Auf Hof. Silo. Also wohin? Normal Silo. Ja, zu uns ins Silo einfach. Also hier ins, bei euch auf dem großen Hof oder was? Auf dem kleinen. Also bei dir auf dem Hof? Bei mir, mein ehemaliger Hof. Genau. Das, was ganz hinten in der Ecke steht, ja, sozusagen. Hinter der Traubenhalle. Genau, hinter der Traubenhalle. Alles klar. Ja, das kriegen wir schon hin. Gut, alles klar, ich mach mich auf den Weg, ne? Jo. Alles klar. Bis gleich. Schweinezuchtbetrieb, Obst, Manfred am Apparat, guten Tag. Besenstielverkauf, Stiel, ja, hier, nein, Spaß, dürfte ich mal deinen Striegel entwenden? Darfst du machen. Aber ich bringe ihm wieder, keine Sorge. Ja, ne, alles gut. Was willst du damit machen? Kartoffeln raus tun, oder? Ja, nee, Ölrettich ernten. Achso, mit dem Striegel? Nee. Ja, ist doch so eine neue... Mit dem Striegel dürfen wir doch ansehen. Das ist so eine neue Erntemöglichkeit, weißt du davon noch nichts? Nee. Ich tue mit dem Striegel immer ansehen. Ah, okay. Ja, normalerweise habe ich damit immer gepflügt, weißt du. Ach so. Ja, nee, das ist ja der altherkömmliche Sache, die man damit macht. Ja, jetzt mal Spaß beiseite. Nee, ich muss striegeln. Und alles senkrecht bei dir in der Buchs. Ja, aber du mit dem Striegel und sehen, das geht mit meinem Striegelfall wirklich. Ja, kannst also, du noch einen Zwischensatz sehen oder was? Also, ja, ernsthaft, ich kann auch Raps mit dem ansehen. Also ernsthaft jetzt. Ohne Scheiß. Okay. Das geht. Da musst du eben, das ist nämlich das Ding, du musst da aufpassen, dass du ja nicht auf den Knopf kommst, wo du hier, also ich habe zwar jetzt kein Saatgut drinne, da geht's, aber mir ist das auch schon passiert, dass ich aus Versehen auf den Knopf gekommen bin und habe den angeschaltet und dann seht's mir auf einmal irgendwelches Zeug nein, was ich nicht will. Ja. Also das ist jetzt nicht mal ohne Flachs, ne? Das ist jetzt ganz ernst gemeint sogar. Nee, okay. Ach, bist du hier, hä? Ja, ja, ich stehe hier schon. Also bezüglich nochmal deines New Hollands, da die Teile, die sind bei mir auf Lager, also wenn das, wenn du den jetzt mal nicht brauchst auf dem Acker, dann sagst du Bescheid, ne? Alles klar. Hier, naja, ne, genau, das war ja der Große, ich brauch den schon zu kurz mal. Weil ich noch ein bisschen was zu tun hab. Ja, ja. Aber wenn es dann so weit ist. Dann meldest du dich einfach. Ja, das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir hin. Ja. Genau. Nur fein. Ja gut, ich muss was machen. Hä? Dann. Ich muss was machen. Wir sehen ja, uns. Ja, ich auch. Wir sehen uns, alter ja. Sack. Und Wiedersehen macht Freude, ne? Ja, ja, klar. Pfirti. Alles klar, ja, Pfirti. So, na gut, na, dann helfen wir doch den Jungs unten mal, das ist doch kein Thema. Die Renate hier. Ja, der Obst Manfred, Schweinezuchtbetrieb, hallo. Hier, ja. Also du musste ich ja jetzt vorhin abwürgen. Also dann machst du jetzt sozusagen Aufträge. Und was sind das für Aufträge, wenn man mal fragen darf? Mähaufträge, also hier Ballen wickeln. Ach so. Doch wir Schafe. Weiß ich nicht, was die damit machen. Ja, wegen Mähaufträge. Ach so, nee. Aber ich tausche jetzt mal den Traktor aus. Wusstest du, dass dein Nachbar. Ne? Welcher? Nikolas. Der ist irgendwie ein bisschen verwirrt, glaube ich. Warum? Ja, der hat vielleicht gesagt, der braucht meinen Striegel zum Fliegen. Was? Ja. Ja. Das geht ja aber nicht, oder? Geht das nicht? Ich hab gesagt, ich nehme den Striegel immer zum Ansehen. Das ist ja genauso Blödsinn. Ja, warum? Mein Striegel kann ansehen.
Ach so, das geht. Natürlich. Das ist ja verrückt. Was tut es? Ja, klar. Kein einziger anderer fährt hier einen blauen Traktor. Ich tausche jetzt meinen Traktor. Ich hab's jetzt satt. Warum? Weil ich glaube, dass nicht meine Kopfschmerzen das Problem sind, sondern der Traktor. Ich probiere jetzt. Der andere Bauer hier hat mal einen anderen hingestellt. Ach so? Hm. Okay, okay. Nee, ich glaube, hier ist noch ein anderes Problem. Warum? Ich sehe doppelt. Oh. Du siehst doppelt. Ja, ich glaube, Schnaps weglassen. Der Richard oder der Ben, der springt hier auf der zuckt hier ganz komisch rum. Oh. Nee, ich glaube, dass an meinem Traktor irgendwas ist und ich probiere jetzt einfach mal, was ist denn das hier, ein Case, den probiere ich mal aus. Ja, probier den mal aus. Vielleicht gibt's eine Rückrufaktion oder so. Man weiß ja nie. Ja, mal gucken. Vielleicht liegt's am Traktor. Ja, du, ich muss mal auflegen. Ich bin jetzt gerade mit den Biobauer-Jungs unten. Dingsen. Dingsen oder was? Ja. Wir fahren hier Dings ab. Zuckerrüben. Alles klar. Wenn hier irgendwie Hilfe gebraucht wird, es steht zur Verfügung, ne? Ich mache jetzt nur die Aufträge wegen Langeweile. Alles klar, ich sag denen das mal. Ich helfe euch. Ja, ich sag denen das mal, ne? Gut, schließe mal auf. Schließe mal auf. Ben, grüß dich. Moin, Manne. Hier, ich stehe bei euch schon unten drunter, ne? Ja, ich sehe dich. Pass mal auf. Der Kuli hat gesagt, ne, dass wenn ihr Hilfe braucht, dass ihr irgendwie hörst dein Telefon bisher herklingeln. Mein zweites Telefon, glaube ich. Warum, Mann? Ja, hallo, die Renate hier. Grüß dich. Grüße. Ist irgendeiner deiner Mitarbeiter beim Händler unterwegs? Nee, die sind alle. Hier unterwegs. Die sind nicht am Händler, ne? Weil hier. Dann hab ich hier eine Fata Morgana oder so. Herbert, steig mal kurz aus und steig wieder ein. Gut, ich hab mal Brille geputzt, ich sehe nicht mehr. Gut, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Jo, Ben? Ja? Bist du wieder dran? Ja, ich bin wieder dran. Pass mal auf, und zwar, der Kuli hat gesagt, wenn wir Hilfe bräuchten oder ihr, die wäre sofort dabei. Ich denke, das Feld schaffen wir auf jeden Fall alleine, aber für dein Feld, dann könnte ich mich rausklinken, weil wir noch wichtige Sachen zu tun haben. Alles klar. Dann könnte ich mich rausklinken und dann. Bleib Schenk hier fest, irgendwie. Dann würde Herbert mit nach oben fahren mit der Maus. Ja, alles klar, das sagst du, Kuli, dann Bescheid. So, wollen wir manchmal in Funk gehen oder so? Können wir machen, ja. Ich bin mal oben. Jo. So, ich bin auch da. Herbert, versuch mal von der anderen Seite ran. Ja, ich mach es erstmal so. So.
kommt schon ein bisschen was runter, hä, bei dem Zeug. Ja, also Zuckerrüben sind ja sehr ergiebig. Na, ich bin gespannt, was bei mir da so runterkommt. Oder runtergekommen ist. Geerntet haben wir es ja schon. So, ich komme wieder zurück. Bin ich schon da? Ja, ne? Nee. Könnte sein, dass da so ein bisschen was liegen lässt? Ja, wir wissen auch nicht, woran das liegt. Mit Meeting ist auf jeden Fall scheiße, muss ich mal sagen. Oh, ich hab gerade Kopfschmerzen hier, das tut es. Was ist jetzt los? Ich bin noch nicht voll, aber ja, das passt schon. Kannst du es noch enger machen? Ja, kann ich. Eigentlich kannst du den Motor auslassen, machen und genießen. Nee, ich mach nicht immer erst den Motor aus. Geht ja über den Motor. Na, Thierry musst du aber nichts machen. Was? Na, Thierry musst du nichts machen. Ja. Na, dann bleiben wir mal stehen. Oh, das geht ganz gut mit dem Ding, hä? Ja, bis auf halt das nur, dass ich nicht irgendwie liegen bleib. Ja, wenn das nicht allzu viele ist, dann kann man das jetzt nur nochmal viele Lader und so. So, ich bin bei 90%. Ja, bin unterwegs. Mal neu ansetzen. Warum speichert da eigentlich ein bisschen was? Nee, ne? Ja, doch, auf ganz Band und so bleiben wir hier. Ich habe jetzt keine Anzeige, wie viel drauf liegen mag, aber ich habe das komplette Band voll. Müsste dann vielleicht mit dem Frontlader kommen und so ein bisschen zusammenschaufeln, wa? Vermutlich. So, wir sind bei 93%. Brauchst nicht zählen. Nee. Hast du da das von alleine ab, wenn voll ist, ja, oder was? Ja, da brauchst du sofort. Ach so, gut. Moderne Technik. Ja, nur das ist ja was Gutes. Moderne Technik, die nicht richtig arbeitet. Ja, das ist schon gut.
So. So, gut, meine Lieben. Wir sind aber erst einmal durch für heute. Wir haben es geschafft. Wird natürlich jetzt in den nächsten ein, zwei Folgen noch ein bisschen Rübenernte sein. Aber ich glaube, das sind natürlich Sachen, die ihr da draußen auch sehr, sehr selten seht, dass sowas überhaupt mal eingesetzt wird. Also, meine Lieben, bis dahin, macht's mir gut. Ich denke mal, in der nächsten Folge kommen wir dann zu meinem Feld. Bis dahin, tschüss und ciao.